So, hallihallo, da bin ich wieder und was habe ich euch heute mitgebracht? Und zwar ganz neu, ganz aktuell gibt es von Nintendo, Nintendo Labo, eine VR-Brille. Nun, wir erinnern uns, vor ein, zwei Jahren gab es solche Pappgestelle. Ja? Die musste man vorne praktisch das Handy reintun, klappt es zu, konnte man hier so sehen. Ja? Also, ihr erinnert euch, Handy rein, zack, Klappe zu, Affe tot. So sah es aus und dann konnte man praktisch die Brille aufsetzen und sah halt alles in 3D, beziehungsweise konnte praktisch den ganzen Raum beobachten. Jetzt gibt es von Nintendo eine ähnliche Form, sieht jedenfalls ähnlich aus, wenn ich mir das hier so anschaue, aber es soll ja alles viel besser werden. Und zwar echtes VR, also echte virtuelle Realität mit interaktiven Spielen. Insgesamt habe ich gelesen, sind hier 64 Spiele drin, unter anderem auch hier so ein großer Blaster. Ja, wir schauen uns einfach an, was da alles so drin ist. Ich wollte es eigentlich gestern schon holen, habe ich aber leider nicht mehr gekriegt, weil ausverkauft bei Müller. Jetzt habe ich es für 39 Euro, das ist der ganz normale Preis überall im Handel, wenn es nicht gerade im Angebot ist, bei Expert. Und da hatten sie noch eins. Und dann dachte ich, komm her, nehme ich es für euch mal mit. Schauen wir es uns an und testen mal, was erwartet uns. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mache es mal so nebenbei auf. Dann kann ich euch da vielleicht noch ein bisschen das ein oder andere zu erzählen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wo ich den ersten Trailer gesehen habe, da dachte ich, naja, ob das jetzt sein muss. Die sind ja eigentlich relativ spät mit dieser ganzen Geschichte. Sony hat ja schon vorgelegt und ist damit, ja, zwar nicht gescheitert, aber so der Hit, so massentauglich ist es halt noch nicht geworden. Nintendo probiert es jetzt auch mit einem anderen Konzept. Sprich, dieses ganze Ding kostet 40 Euro, das ist das Starter-Pack. Da gibt es noch so Erweiterungen. Wir können uns ja mal gerade anschauen, was es da noch so alles gibt. Wenn wir hier mal uns die Verpackung anschauen. Also, das ist hier die Brille, das ist der Blaster. Oder was haben wir hier? Kanone oder was steht da drauf? Knaller? Aha. So, und ja, das sind die Einzelteile. Da gibt es praktisch hier, okay, das ist der Blaster. Den gucken wir uns dann ganz in Ruhe nochmal an. Was haben wir hier noch alles? Labo Style. Aha, also so wird es reingemacht. So wird der Blaster oder die Kanone, wie sie hier schreiben, zusammengesetzt. Ja, das ist hier die Brille, so sieht der Blaster nochmal aus, also alles wie gehabt. So, da gibt es noch Erweiterungssets, also Expansion-Sets, wie das denn hier heißt. Einmal hat man unter Wasser, kann man hier praktisch unter Wasser mit einer Kamera etwas filmen oder Fotos machen. Dann kann man hier, ja, ich hatte das im Video gesehen, kann man so eine Murmelbahn bauen und alles Mögliche, so Geschicklichkeitsspiele machen. Und dann hat man hier praktisch noch so einen Vogel. Also praktisch kann man so ein bisschen mit rumfliegen in der Zeit und im Raum. Was haben wir hier noch? Hier haben wir nicht viel drauf. Hier sind die Besonderheiten wahrscheinlich. Genau. So, was haben wir hier? Das ist, aha, okay, also was da alles so drin ist. Wie gesagt, Starter-Set plus Blaster. So, ja. Hier haben wir das Set. Wir machen es einfach mal auf. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Wie gesagt, ganz für mich auch alles neu. Gucken wir mal. So, einmal schauen hier. So, was uns hier so erwartet. Na, also, sieht alles so ähnlich aus wie das Set, was ich euch vor ein paar Tagen schon hier gezeigt habe. Also auch wieder so eine Nintendo Labo Disc. In dem Fall ist es ja keine Game Disc, sondern hier so eine andere Geschichte. Guck hier, Toy-Con 1 und dieses ist hier mittlerweile Toy-Con 4. So. Und ja,
Wir haben hier, was haben wir denn hier alles? Getting Started, okay, das ist dieses Starter-Paket, das ist klar. Also hier haben wir die Kassette, machen wir dieses mal weg. Hier mal noch so ein bisschen, so, schauen wir mal, bisschen Gummiband. Ja. So, diese Dinger hier, ja, diese Pappteile, die kosten übrigens mittlerweile 1 Euro im Euro-Shop. Und ich bin ja mal gespannt, was ich für 40 Euro jetzt alles so kriege. Wobei, man muss natürlich sagen, wenn ich mir das Ding von PlayStation angucke, das ist ja noch wesentlich teurer, aber da wird natürlich auch wesentlich mehr, bessere Grafik und so, wird da gezeigt. Wir gucken uns das mal an hier, wie das hier so aussieht. Und hier, das ist ja so praktisch das Herz von dem ganzen Stück hier. So sieht's aus. So. Also, so sieht's aus hier. Machen wir mal. Okay. Also ich bin kein Optiker, von daher kann ich nicht sagen, wie jetzt die Qualität der Brillen sind. Oder meistens kommt es ja immer auf die Gläser an, wie die so sind. Wir gucken uns einfach an, schauen mal, was uns da alles so erwartet. So. Zack. So, und mal gucken. Also, hier mal ein bisschen Pappe. Teure Pappe. Hier ein bisschen Pappe. Noch mehr Pappe. Guck mal, die Pappe ist schon. Hier fehlt sogar noch schon ein Stück. Ach, oh. Aha, okay. Guck mal hier. Wird also praktisch noch hier. Naja, gleich was zum Zusammenbauen. Ich kann euch die Bauschritte kann ich euch dann ja mal zeigen, wie das alles so läuft. Jedenfalls haben wir hier etliches an Pappe drin. Wenn ich mir das hier angucke, Pappe. Ja, ist wieder so zum Rausdrücken, Raustrennen. Ist also alles relativ einfach gemacht. Von daher bin ich mal gucken, vielleicht kann ich das gleich mal mit den Kindern zusammenbauen, wie das denn alles so funktioniert. Also nichts mit Schere und Schneiden und was auch immer oder mit Kleben. Hier brauchen wir keinen Tesafilm, hier brauchen wir keinen Prittstift, hier brauchen wir keine Schere. Alles drin, alles dran, alles drum. So, dann würde ich sagen, ich starte mal mit dem Aufbau und dann geht's los mit dem Aufbau von Nintendo Labo VR Kit. Ja, dann starten wir mal. So, ich zeige euch mal die ersten Schritte, was man hier so machen muss, wenn man dieses VR-Set starten will. Gucken wir mal einmal. Also, wir haben dieses Basisset. Also, wollen wir erstmal deaktivieren das. So, wir können nur auf Konsole verwendet werden, die Altersbeschränkung. Aha, okay. So. Dann machen wir das so. Kannst du jederzeit ändern. Okay, so. Eigentlich wollen wir ja nur mit Bauen loslegen, ne? Ja, dann wollen wir mal loslegen. Also, was müssen wir machen? Zuerst ist Üben angesagt. Alles klar, dann üben wir ein bisschen. Also, erst wieder so ein Ding bauen. Ja, das haben wir schon mal gemacht hier. Okay, mit dem anderen Set, das ist dieses hier. Also, das müssen wir anscheinend jetzt wieder machen, damit wir da so ein bisschen reinkommen. So. Ist er hier am Laden. Willkommen bei Nintendo Labo. Das hat etwas zu bauen, okay. Also hier machen wir immer vor. Ah, alles klar, guck. Ja, so. Also, wie immer ist es praktisch, die Kartons sind durchnummeriert. Ne? Hier oben ist dann ein A und wir brauchen jetzt praktisch dieses eine Teil, was wir uns da jetzt gleich mal rausholen. Ist also praktisch genau so wie die anderen Labo-Sets auch. Guck, und da muss man die Sachen wieder rausnehmen, Rest wieder in Karton packen. Hier kann man es praktisch drehen. So.
Ach so, ah, okay, die wollen das also so haben. Das ist hier ein Tutorial praktisch, dass man halt zeigt, wie es... Ach, guck mal, hier werde ich sogar noch gelobt, immerhin. So, okay. Jetzt muss ich... So. Ach so, hier ist Kamerasymbol. Okay, also wie gesagt, das ist die Einführung. Wenn ich die Einführung durch habe, melde ich mich mal wieder. Ne? Weil das ist ja jetzt erstmal uninteressant. Wir wollen ja hier langsam mal zu Potte kommen. Das Video soll auch nicht zu lange dauern. Guck, da seht ihr, was man hier so machen muss. Zack, zack, zack. Und am Ende habt ihr praktisch das Ding hier fertig. Joy-Con rein. Und dann haben wir's. So, zack. So, Übung ist vorbei. Jetzt kann es ja losgehen hier. 2, 1. Und jetzt startet die Rakete. So, jetzt geht's los mit dem Bauen. Und ja, die einzelnen Bauabschnitte, ihr seid dabei. Bis gleich. So, ich zeige euch mal, wie schnell man hier die VR-Brille bauen kann. So, guck mal hier. Rucki zucki geht das hier. So, klack und fertig. Ja, aber bei mir dauert es ein bisschen länger. Ja, in der Autoindustrie heißt das jetzt Hochzeit. Wir verbinden also praktisch jetzt den Motor mit dem Gestell, aber in diesem Fall ist es kein Motor, sondern das Glas bzw. die Augen mit der Nase und der Switch-Hülle. Ich zeige euch das mal gerade, wie das hier geht. Also, wir verbinden dieses hier. Da seht ihr auch mal gerade, wie einfach das eigentlich ist hier, diese ganze Geschichte. So, das schieben wir hier praktisch rein. So. So, einmal so, einmal so. Dann klappen wir das hier einfach zu, dass es hier so praktisch so rein geht. So. Dann machen wir es hier zu, machen es hier zu, drehen es hier, sehen hier praktisch, dass wir es hier reinpacken. Nippel durch die Lasche ziehen, hat damals Mike Krüger gesagt. Und hier genau das Gleiche. Auch hier so rein. So, und hier rein. Und schon haben wir es praktisch fertig. Unsere VR oder auch auf Deutsch VR-Brille. So, und hier muss dann praktisch vorne die Switch rein. Das zeige ich euch auch mal eben. Und mal gucken. Klack. Mal hier einfach rein. Mal schauen, ob das geht. So, haben wir alles? Ja. So, wupp. Guck. Und müssen wir gleich noch alles abmachen. Die Aufkleber. Und dann kann es ja fast losgehen. So, na denn, bis gleich. So, damit ihr jetzt mal seht, was man für ein Bild hat, wenn man hier die Switch anmacht. Ja? Dann zeige ich euch mal so die Sicht. Ich filme das jetzt mal gerade von der Switch hier ab. Ja, also ich habe praktisch die Switch nicht in die Brille reingepackt, sondern genau. So, meine Tochter assistiert mir und da merkt man natürlich, dass es schwierig ist. Das kleine Männchen. Das bewege ich doch mal. Guck mal her. Siehst du? So. Und wenn wir jetzt hier so nach links gehen, warte, und nach rechts gehen, ja, da sieht man mal, wie das denn alles... Warte mal, geh mal wieder nach da. Mal. Kannst du mal ein paar... Ah ja, genau, guck mal. Und dann müssen wir auch wieder nach oben gehen, guck mal. So, Papa muss praktisch auch nach oben gehen, jetzt mal wieder nach runter. Jetzt spring mal runter. Sehe ich es gar nicht. Spring mal runter, genau. Wow. So, jetzt kannst du ja mal ein paar Fußbälle schmeißen oder so. Rechts oder links. Genau, siehst du? So, komm mal her, dann kannst du dir das auch mal angucken.
Wisst ihr das? Und jetzt komm mal ein bisschen zu uns. So, genau. So, also wir haben praktisch das Problem. Hier, wartet. Mit den Joy-Cons. Das ist zwar eine feine Sache, aber man muss diese Brille ja runter immer. Mit mir runter. Man muss die Brille ja auch immer irgendwie in den Händen halten. Von daher, wollen wir mal gucken. Aber wenn wir den Blaster gleich bauen, vielleicht ist das so ein bisschen anders. Oder die anderen Spiele. Dieses ist jetzt erstmal so ein Demo, damit man praktisch mit dem Visual Reality von der Switch erstmal so ein bisschen warm wird, damit man weiß, wie die Sachen hier so reagieren. Ne? Bewege das Männchen mit dem Joy-Cons Controllern. Genau, und das machen wir jetzt gerade. So, das war's jetzt erstmal wieder. Wir melden uns. Ich zeige euch mal, wie man jetzt ganz schnell den Blaster baut im Schnelldurchlauf. Zack, und fertig. Naja, aber bei mir dauert es jetzt ein bisschen länger. Tochter Sandra, die hilft mir jetzt so ein bisschen. Ne? Ich bin für beide. Die Faltkünstlerin. Ich musste schon so viel falten. Ja, ich merke das schon. Also das ist hier eine Faltenorgie, sage ich mal, oder? Also wir haben hier schon so viel Papier gefaltet heute. Ich glaube, so viel hast du in deinem ganzen Leben noch nicht gefaltet, oder? Nö. Und ich sag mal, in den letzten 10 Jahren noch nicht. Weil wir ja praktisch alles hier, ne, alles hat hier Knickkanten, alles wird gefaltet, damit es hier schön, damit es hier schön eckig wird. Ja, hier haben wir jetzt mal den Blaster schon mal so ein bisschen gebaut. Fertig ist er noch nicht. Guck, da sind noch die Einzelteile. Hier ist das VR. Ja. Und wir bauen hier so vor uns hin, ne? Beziehungsweise Sandra baut so vor sich hin. Ja. Die kann zwar noch nicht lesen, aber das wird ja in der Anleitung Papa alles sehr schön gezeigt, wie das nun so geht. Ne? Kommst du da eigentlich mit zurecht oder wie, was, das ist wie sieht's aus? Eigentlich. Ja? Also du bist jetzt 7, ne? Von daher klappt ja. So, guck, wieder was falten. Und nochmal knicken. Und nochmal. Oh Mann, ich hab schon alles gefaltet. Ach, du hast schon alles vorgefaltet. Alles klar. Gut, dann melden wir uns gleich wieder, ne? Oder? So machen wir das. Alles klar. Und guck mal, wie weit wir schon sind. Ja. Das nimmt langsam Form an hier. Unser Blaster, unsere Laserpistole. Ja. Mal schauen. Na denn? Ich brauch das. So, wenn du Hilfe brauchst, sag's Bescheid, ne? Ja. Oder? Ich brauch wieder ein anderes Teil, Papi. Noch ein anderes Teil? Ja. Welches denn? Dies? Ja. Dies hier? Okay. Ups, so sieht es von oben aus. Guck mal hier mal in das Laserrohr. Also da sehen wir praktisch auch diese Markierung, ne? Hier ist so eine rote Folie. Dann gibt es auch weiße Folien. Das hat alles praktisch mit dem Licht zu tun, was hier die Joy-Cons so abgeben können. Der rechte Joy-Con hat ja praktisch so einen Infrarotsensor. Also praktisch eine kleine Kamera. Praktisch, wo er erfassen kann, ob es weißes Licht oder rot auf ihn ein. So, hier, ne? Das sind hier diese weißen Markierungen, die da drin ist. Und das gleiche gibt es hier praktisch auch in Rot. Und jetzt fragt mich nicht, wie das physisch möglich ist. Jedenfalls soll es klappen. Okay. Und wir gucken uns das an. Na? Hä? Probleme? Nö, warte mal, ich muss erst mal gucken. Ich falle gleich von Stuhl. Ja, ich merke schon. Du machst hier die tollsten Verrenkungen. Ich glaube, ich helfe dir mal ein bisschen. Ha? Nein? No. Ach bitte, lass mich doch auch mal bauen. Ich habe das eigentlich für mich gekauft. Nein, das ist jetzt mein Set. Tja, so ist das, wenn man Kinder hat. Bis gleich. So, Sandra testet jetzt erstmal hier ihren Blaster. Ja? Und wie ist es? Gut. Was siehst du denn? Vielleicht kannst du uns unseren Zuschauern mal erzählen. Hä? Was? Letzter Platz? Also du musst hier. Ich bin Krone! Du, pass auf, was machst du da immer? Du ziehst da
Hier möchtest du mal gucken? Ja klar, guck ich mal rein. Ah, da kann ich aber nicht sehen, da gucke ich mir das gleich mal an auf dem großen Bildschirm, ne? So, also du ziehst und dann schießt du immer. Da ist der Feuerknopf hier, ne? Was du da machst, da drückst. Genau, da ist der Feuerknopf. Und du musst wahrscheinlich immer laden, das ist das, oder? So, und jetzt gucke ich mir das mal an hier. Nein, wie du das hier... Was? Ich bin auf dem Roboter. Was? Jetzt bist du im Roboter? Ah, ich fahre. Du fährst? Du fährst eine Treppe runter. Mein Gott. Okay, also ich gucke mir das auch gleich mal an hier. So. Guck selber mal rein. So, jetzt habe ich Sandra bei mir im Studio, hätte ich fast gesagt. Ich muss mal was sagen. Na? Ich muss euch mal was sagen. Irgendwie, weil ich diese Brille auf hatte, bin ich irgendwie jetzt verwirrt. Ja, du hast jetzt eine halbe Stunde gespielt. Ich glaube, so das erste Mal, dass du überhaupt sowas aufhattest, ne? So eine Brille. Und wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich komisch an. Echt? Also ich habe, ich glaube, so 5 oder 10 Minuten gespielt. Danach hat mir meine Tochter leider die Switch weggenommen. Und dann haben wir hier so ein bisschen... ich hab's ja auch gefilmt. Ich kann euch mal erklären, wie das geht. Ja, wenn du das mal erklären willst. Hier? Also, pass auf. Oh, mal gucken. Also, dieses hier, Momentchen, die Brille, ja, was machen wir damit? Die tun wir da rein. Okay, also, die braucht man da rein. Macht man zu, okay. Hier kommt ein Joystick rein, ja. Aber jetzt spielen wir nicht mehr, weil die Nintendo leer ist. Ja, weil du so lange gespielt hast. Darum ist die Nintendo jetzt leer. Die ist jetzt erstmal wieder hier auf... Eigentlich noch muss erstmal hier so. Da kommt noch eigentlich die Nintendo Switch rein. Genau. Und hier tut man noch ein kleines Joy-Con, ne? Ein Joy-Con rein. Und dann setzt man das Ganze so auf. Mhm. Und dann muss man einfach nur zurückziehen und dann hier auf diesen kleinen Knopf Klack drauf drücken. Und dann geht's. Und dann geht's los. Und dann soll ich mal abschießen, warte? Nein. Brauchst du mich nicht abschießen. Nein. Also, wie fandst du es denn? Eigentlich fand ich es sehr schön. Nur es war immer das Dumme, dass man immer so in einer Kiste war. Immer war man in so einer Kiste, da war man so drinnen. Aha. Und dann konnte man gar nicht mehr schießen. Da musste man erst eine Minute warten oder so. Und das finde ich sehr doof dabei. Okay. Also ich hatte es ja auch kurz gespielt. Ich meine, du hast es ja, du warst ja schon ein Level weiter wie ich. Von daher, ich musste ja erst so durch eine Stadt rennen. Und überall kamen irgendwelche Schleimmonster, ne? Oder was waren das für? Ja, überall kommen diese Schleimmonster, die sind so pink. Mhm. Und dann laufen die so rum und dann da kommt aus ihrem Körper da unten, also ist eigentlich so wie eine Krake, nur so kleiner. Und dann haben die hier so Kraken, aber nur ganz kleine. Und dann immer so haben die sich so gedreht und dann kam immer aus dem Popo Laser raus. Oh, okay. Und es gab auch Wabbelbälle in den einen. Da musste man die Wabbelbälle abschießen und es wurden immer mehr. Und immer in dem Spiel kam so ein Kullerauge. Als erst war es noch richtiges Kullerauge, dann hat es so gewackelt schon und dann hat es richtig geziebt, das Auge, als ich nochmal drauf geschossen habe. Und dann so richtig hat es geziebt und dann ist es explodiert. Du, wie das war ist eine denn, Blume. Wie war denn der Aufbau? Du hast ja vieles alleine gemacht, ne? Ja. Also Aufbau fand ich eigentlich sehr gut, nur dass man immer so viel knicken muss. Naja. Und was ich euch noch am allermeisten sagen möchte, wir haben noch Teile übrig. Teile übrig, ja, das stimmt. Das haben wir praktisch auch gemerkt, ja. Dass wir Teile übrig haben. Also wenn wir uns das mal angucken hier. Da haben wir eigentlich noch sehr viele übrig.
nicht. Ja, naja, viele, 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 viele. Also. Tu das mal weg. Hier haben wir zwei Teile noch übrig. Ja. Und hier haben wir gar keinen Teil mehr übrig. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Also so viel haben wir doch gar nicht übrig. Doch, eigentlich schon. Ja? Da ganz unten. Ach so, ja gut. Das kann natürlich sein. Hier. Guck hier, da, das, dass hier. Wir da noch irgendwie was bauen hier. Können. Ne? Hier, noch so richtig viel hat man. Ja, da kommt ja noch die Joy-Con-Garage, wie das da heißt, wo man noch weitere Sachen hier machen kann. Da sind ja, glaube ich, auch noch über 60 Spiele drin. Die haben wir ja alle noch nicht gespielt. Von daher müssen wir erstmal gucken, dass wir die alle so hinkriegen. Au. Aber. Au, die Pappe tut irgendwie weh. Ja, die Pappe tut weh. Ich meine hier so. Ja, hier oben die Spitzen. Da kann man sich manchmal pieksen. Ach ja, pieksen. Pieksen, pieksen. Wie viel hat das gekostet? Nee, da steht ja nicht. Hier. Wo steht das? Da steht es. Ja, für die 99 Euro. Nee, 39. Hinten steht 99. 39, 99. Musst du immer die nehmen, so. Das ist der Preis. Die jetzt mal im Ernst ein paar Zahlen vor 100. Nee. Meinst du, ich hätte zu teuer gekauft? Ja, guck mal, wenn du so hättest. 99 vor 100. Ja, das wäre, dann hätte ich es nicht gekauft. Für 100 Euro hätte ich es nicht gekauft. Aber ist es das wert? Ja, ist toll. Ist toll? Gut. Okay. So, wir machen das mal einmal wieder zu. Ich zeige euch einmal, wie das zugeht. Ja, wie es zugeht, das wissen wir ja. Nee. Das wissen wir ja. Wir wollen ja nur wissen. Au! Wir wollen. Nein, jetzt habe ich mir hier die gepiept. Wir wollen ja nur wissen, wie es war. War es ja auch cool. Ja, na gut, alles klar. Also, wie gesagt, ich wollte gerne auch spielen, aber leider hast du mir die ganze Batterie leer gemacht. Was? Meine Schwester und wollte auch spielen, aber. Ja, die konnte auch nicht spielen. Mama konnte nicht spielen. Keiner konnte spielen, außer du. Und du machst jetzt hier, spielst jetzt auch noch an Karton. So, alles klar, das war's erstmal wieder. Ich spiele gleich auch nochmal und dann gucken wir mal, was ich dazu zu sagen habe. Wie ist denn? So, meine zweite Tochter Anja spielt jetzt auch gerade Nintendo VR. Wie sieht's denn aus, Anja? Kannst du mir schon irgendwas erzählen? Wie gefällt's dir? Gut. Gut? Und was siehst du gerade? Vielleicht kannst du uns das mal erklären, weil wir können es ja im Moment nicht sehen. Eiffelturm. Ich bin bei einem Eiffelturm. Ein Eiffelturm? Und da mache ich Monster weg. Aha, okay. Da hast du praktisch so eine Laserpistole. Oder so eine Schleimwurfmaschine hast du da. Das ist ja etwa so wie Splatoon 2, ne? Wo muss ich drauf drücken? Aufs Kreuz oder auf den Haken mit dem roten Pfeil? Am besten auf dem Haken mit dem roten Pfeil. Für eine Tasse, wo Tee reingegossen wird. Aha. So, jetzt geht's wieder los von Anfang. Aha, okay. Jetzt bist du wieder am Start. So. Ich fahre gerade mit deiner Achterbahn. Oh, mit einer Achterbahn. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Ha? Mit so einer Achterbahnfahrt? Und was passiert da alles so? Man muss den Monster abschießen. Alles abschießen. Junge. Okay. Gut. Ja. Gut, dann haben wir dich doch auch mal gehört. Ne, Anja? Mhm. Alles klar. Hier haben wir mal die beiden Systeme. Einmal Nintendo Labo VR und Google Cardboard, was es vor 2-3 Jahren gab. Und was halt hier auffällt, ist die Größe der Gläser. Es ist ja wie eine Brille, was man da vor den Augen hat. Und die ist bei Nintendo, wenn man das mal so vergleicht, wesentlich größer. Darum hat man räumlich, kann man alles prima sehen, auch für Brillenträger. Ich habe ja eine Brille und ich hatte das mal probiert, mit Brille zu spielen. Also das ist super, weil das auch schön groß ist. Also das funktioniert. Man muss da nicht die Brille abnehmen, wie bei diesem System, wo es dann halt immer so ein bisschen eng wird. Aber jetzt haben wir
Anja bei uns. Die will uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Sie hat ja jetzt auch ein bisschen getestet hier, ne? Mhm. Dieses Nintendo Labo VR. Was meinst du denn dazu? Ich finde es gut, weil man mit Papa was Tolles bauen kann. Und ich finde das gut, weil man damit auch schön spielen kann. Ja, okay. Also, hat es dir so gefallen? Ja. Ja? Okay. Ja, wir haben heute Nachmittag ja auch schon so ein bisschen gebaut hier, diese Geschichte. Du hast ja auch tatkräftig hier, das hier habe ich gerade eben gestellt. Was hast du? Das ist da drauf. Ah, hier. Was denn? Das da. Ah, dieses hier. Okay. Also dieses mit den Blubber oder mit den Monstern, ne? Mhm. Praktisch die so aus Schleim sind und wo man praktisch die Schleimmonster mit Schleim oder mit Laser abschießen muss. Mhm. Na? Okay, gut. Also würdest du sagen, das kannst du empfehlen? Oder sagst du lieber, nee, wenn ich irgendein anderes Spiel habe, dann ist das auch ganz gut. Ich finde das hier schön. Im Moment ist das besser. Mhm. Gut. Alles klar, dann wissen wir doch erstmal Bescheid. Ich zeige euch gleich nochmal eben mal so ein paar Ausschnitte aus den Spielen, die dabei sind. Und dann melde ich mich wieder. Zeige ich euch jetzt gerade mal, wie das aussieht, wenn man damit spielt. Ich habe das jetzt mal so abgefilmt, nur damit ihr mal so einen Eindruck habt, wie das so läuft. Ich drehe mich jetzt hier mal einmal so ein bisschen im Raum rum. Ja, also man kann hier praktisch die einzelnen Monster abschießen. Muss mal gerade gucken, ob wir das hier so hinkriegen. Zack, bitte, habt ihr gesehen? Und ja, so läuft das praktisch die ganze Zeit. Ne? Man geht hier immer so ein bisschen weiter, Monster kommen auf einen zu und dann werden diese halt entsprechend abgeschossen und man kann hier hochgehen oder auch auf die Erde schauen. Ja, das ist also die Gyroskope-Steuerung, die hier praktisch angewendet wird. Ja, eigentlich eine feine Sache. Ich habe es jetzt auch ein bisschen länger gespielt. Ich kann es eigentlich auch nur empfehlen, wie die Kinder auch. Ist eine schöne Freizeitgeschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine riesen Langzeitmotivation ist. Aber ich sag mal, für diese ganze Geschichte hier, was da alles so bei ist, 39 Euro. Und wenn ich mir überlege, dass in ein paar Wochen Mario Odyssey und Zelda auch dann in VR oder VR gespielt werden können, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Ne? Hier sind ja noch etliche andere Spiele drauf, die muss ich auch noch mal spielen. Und ja, da gucken wir mal. Ne? Das war's erstmal mit dem Fazit und ich würde sagen, ich spiele noch ein bisschen weiter. Bis bald, euer Guido.